Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf der Promods. Promods. Da muss man motzen. Genau. Stand nur in den Kommentaren, ob die Promods heißt, weil man motzen kann. Ja, natürlich. Man muss also Promotzen, ne, fürs Motzen. Und hier kann ich auch schon wieder motzen. Guckt mal euch da auf das Navi. So, wenn ich jetzt doof wäre, diese Leute gibt es, spring mal an, du Sack. Und wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich von hier nach da vorne komme. Da, wo es rot ist. Wo darf ich denn überhaupt durch? Da. Oder kann man das noch enger machen? Geht das? Muss mal. Alter Falter. Doch, geht. Na, kann man die Hütchen umbaseln? Wer tut sowas? So, hier muss ich jetzt hier rum. Wenn du nicht früh genug ausholst, steckst du gleich fest. Wetten, das? Kommen wir so nicht rum. Oder doch? Ja. Scheiß Hüte hier. Ja, auch festgetackert hier mit Patex oder so. Mann, nimm die Scheißteile da weg, ey. Ganz ehrlich. Limassol. So. Genau. Zypern wollen wir in Türkei. Wie komme ich da auf die Türkei? Türken haben wir gerade mal gerochen unterwegs. Ein Stock Luster hier. Hä? Ernsthaft? Gehört das zu England? Nee. Haben die echt Linksverkehr? Mann, war ich in Geografie schlecht, ey. Ganz ehrlich. Warum fahren wir hier links? Muss ich erst wieder dran gewöhnen, du. Nee, ich will keine Leute anstellen. Mach alles alleine. Und zu schnell unterwegs sind wir auch. Entschuldigung, Leute. Ich bin nebenbei am Lakritzfuttern. Ich habe gerade Feierabend. Ich genieße den jetzt so richtig. Ich habe mir ein Fläschchen Pilz geholt. Und Lakritz. Ganz tolle Mischung. Hi, hi. Aber abends nach Feierabend. Haben die echt den Zypern Linksverkehr? Offensichtlich. Hey, andere Blinklichter. Was mich interessieren würde. Haben die Promo da wenigstens die richtigen Martinshörner in den verschiedenen Ländern? Das wäre ja durchaus ein Pluspunkt, ne? So, 322 Kilometer. Ich habe die dumme Befürchtung, die werden wir in dieser Folge nicht schaffen. So, wir müssen hier raus, ja? Okay.
schön eine Tüte Colorado in mich hineinstopfen. Das ist gut für die Figur. So, ist heute Montag, wa? Montagabend, 21.49 Uhr. Entschuldigung, dass ich euch hier einen vorkaue. Mann, du hast mich ausgebremst, du Flöte. Karamell. Lanaka, warum stehst du hier? Ach so, weil die Ampel rot ist. Kann ich verstehen. Ach ja, wir müssen ja noch öfter über die mit den Fähren. Von daher können wir unseren Weg dann heute doch schaffen. Wir haben ja noch eine Fährüberfahrt. Auch wenn nur eine kleine, aber... Wie geht denn das rein hier, wa? Das Flussfähren oder was sind das? Jetzt mal angucken. Alter, in das Loch passe ich ja kaum rein. Was ist das für ein... Ich will da nicht mitfahren. Wenn ich die Kisten schon sehe, kriege ich schon Angst. Wo wir vorher überhaupt, wo wir hin müssen. Okay, da sind wir jetzt. Lanaka. Und wir müssen nach... Latakia. Oh Gott, wo auch immer das alles so ist. Kahn säuft bestimmt ab. Latakia, 7 Stunden unterwegs. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Es steht leider die Entfernung nicht dabei. Naja, wir brechen mal auf. So. Na, sind wir abgesoffen? Was lädt denn der jetzt? Wir haben es überlebt. Wow. Ich habe meinen LKW nicht ausgemacht. Kiste hier, oder? Alter Schwede, da kriegst du ja nimmer mehr einen Bierdeckel dazwischen. Alter, aber schwer bewaffnet. Guck dir die an da. Jei! Komm weiter, ich hab Angst. Oh oh. Ja, ich guck auch schon auf die Uhr, weißt du?
Aber was macht denn dein Kollege so lange da drin? Kann der nicht schneller prüfen? Alle, in was für einem Krisengebiet sind wir hier? Pass auf, dich lassen sie über die Grenze nicht rüber. Weiß einer von euch, wie lange das hier dauert? Guck mal, machst du mal einen Kaffee? Das dauert länger hier, du. Es tut mir leid, dass ihr heute nicht mehr zu sehen bekommt. Ich bin echt gespannt, wie lange das dauert. Ist das gewollt oder ist das ein Bug? Ding abgestürzt oder was? Nö. Nochmal. Prüfe Ihre Papiere, bitte warten. Dauert das denn so lange? Also ich sage euch was, Leute. In dieser Folge kommen wir hier nicht mehr rüber. Ich weiß, woraus die morgige Folge besteht. Wir stehen am Grenzübergang. Ach, ist das entspannt. Da kommen wir nicht drüber, ne? Wir müssen hier lang, ne? Da vorne wäre noch einer. Aber kämen wir im Zweifel sogar durch. Ich glaube, hier, das wird nichts. Sie sind eingeschlafen oder so. Haben sie gerade einen Kampfjet abgeschossen? Ja, ich würde sagen, hier passiert heute nicht mehr viel. Wenn jetzt erstmal lecker Mittagessen hier. Breiten die Picknickdecke aus und so weiter. Wir werden morgen mal den anderen Grenzübergang da testen. Also dieser ist hier irgendwo verbuggt. Schild hängt zu niedrig. Entschuldigung, dass ich wieder was zu meckern habe. Und die Grenzkontrolle dauert ewig. Wir gucken mal. Ich werde morgen mal zurücksetzen.
Dann werden wir uns den da drüben mal angucken. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Letztendlich kommen wir auch durchs. Obwohl das ist. Hä? Muss mal aussteigen. Der. Ach ja, nee, geht nicht. Ja, wir werden da wohl warten müssen, nicht? Oh, ein oller Kahn hier, du. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, tschüss.